So, vorhin haben wir uns die Fahrzeugweihe und die Weihe des Feuerwehrhauses angeschaut und jetzt bin ich hier beim Bernhard Pfluger, das ist der stellvertretende Kommandant von der Feuerwehr Pöhring, von der Freiwilligen Feuerwehr Pöhring, und er wird mir jetzt erklären, was wir hier auf diesem HLF 20 heißt das Fahrzeug, was wir da alles drauf haben. Hallo Bernhard Pfluger. Servus. Bernsteiner. Was heißt eigentlich HLF und was heißt die 20 dann? HLF heißt, das ist ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Die Ausstattung im Fahrzeug ist sowohl für Hilfeleistungseinsätze als auch für Löscheinsätze. Und die 20 hat im Grunde genommen was mit der Pumpenleistung des Fahrzeugs zum Tor, ist aber heute nicht mehr so direkt so zum Sehen, wie es damals gewesen ist, wie die Norm geschaffen wurde. Aber wie viel Wasser hat man dann an Bord? Wir haben in unserem Fahrzeug jetzt 2000 Liter Wasser dabei und haben eine Pumpenleistung von 3000 Liter. Ah ja, gut. Können wir uns mal ein bisschen was anschauen vom Fahrzeug, dass wir sehen, was da so ein Werkzeug drauf ist? Ja. Das Fahrzeug, wie lang ist das, wie schwer ist das ungefähr? Das Fahrzeug hat 16 Tonnen. Aha. Und ist 8,70 Meter circa lang, ja. Ist 3,20 Meter hoch. Und wie viele Leute fahren da mit? Im Fahrzeug sind 9 Personen. Das ist der Maschinist, der Fahrer, der Gruppenführer, der die Gruppe leitet. Dann haben wir 2 Personen Angriffstrupp, 2 Personen Wassertrupp, 2 Personen Schlauchtrupp und einen Melder. Ah, ja. Also das heißt, insgesamt 9 Personen. Das heißt, es wird für Löscheinsätze verwendet, deshalb das viele Wasser, aber es wird auch für andere Sachen verwendet. Ich habe vorher schon mal schauen dürfen und das werden wir uns jetzt nochmal anschauen, was da alles für andere Einsätze zum Beispiel drauf ist. Verkehrsunfälle, glaube ich, werden wir gleich mal am Anfang einiges sehen. Ja, fangen wir mit der technischen Hilfeleistung an. Wir haben hier unten ein Hydraulikaggregat mit 270 Bar Druck. Mit einem Rettungsspreizer und mit einer Rettungsschere. Die sind nach dem heutigen Fahrzeugbau ausgestattet, in der Leistung, im Druck und in der Schneidleistung. Dann haben wir. Wie kann man rein und rausschwenken, dass man leichter rankommt ans Gerät? Das kann man rausschwenken und dann kann man die Geräte abnehmen. Wir haben da hier unten einen Schlauchwasserbau, da ist man praktisch zur Unfallstelle hügeln können, wir können die Gerätschaften dann mit zur Unfallstelle nehmen. Wenn die Unfallstelle weiter vom Fahrzeug weg ist, dann können wir natürlich das ganze Aggregat mit rausnehmen, aber das ist doch sehr, sehr schwer. Die Gerätschaften... Ja, lassen Sie es ruhig drin. Also. Die Gerätschaften sind halt gegenüber früher immer schwerer geworden. Das ist halt auch dem geschuldet, dass die Fahrzeuge immer stabiler gebaut werden. Das heißt, da kann man sich ganz schön in ein Auto reinschneiden, wenn es sein muss. Ja, man kann da die Holme und die Schweller schneiden. Was halt, dass man halt ein Auto, das verunfallt ist, öffnen kann und die Patienten retten kann. Ja. Gut. Also alles Schwerstarbeit hier. Ja, ich meine, für eine Person ist das relativ schwer zu machen. Und hier haben wir dann weitere Gerätschaften zum Einbrechen in Türen, die irgendwo nicht zugänglich sind und verschiedenes mehr. Und wir haben da herum verschiedene Äxte und verschiedene Brechwerkzeuge, die wir halt nutzen. Zum Teil bei Verkehrsunfällen, zum Teil aber auch im Brandeinsatz, wenn wir Türen öffnen müssen oder wenn auch Baumaterialien im Weg sind, dass man einfach das, wenn ein Feuer unter der Isolierung drin ist, dass man das mit öffnen kann und das Feuer ablöschen. Und auch das lässt sich rausschwingen. Dahinter gibt es auch wieder einige weitere Spielsachen. Spielsachen ist übertrieben. Wichtige Sachen eigentlich. Spielsachen war jetzt wirklich das falsche Wort. Aber Spielsachen sind es vielleicht auch in manchen Augen. Wir haben halt hier unten ein ganz normales Handwerkszeug. Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, Zangen, Hammer, was man halt so braucht. Eine Säbelsäge, das ist nur elektrischer Fuchsschwanz. Zubehör, Schutzbrillen. Dann haben wir herum eine Motorsäge, die gleichzeitig die Funktion einer Rettungssäge erfüllt. Das ist eine hartmetallbestückte Sägekette drin, mit der wir haben das speziell für Bahnunfälle auch. Man kann dann die Leichtmetallhülle eines Zuges damit aufschneiden, ohne Funkenflug.
Gut. Oben haben wir halt noch verschiedene Schutzausrüstung, Schutzschutzhosen und Helme. Dann in der zweiten Ebene haben wir verschiedene Schlingen, Schutzdecken und im Hintergrund sieht man, das ist der Lichtmast von unserem Fahrzeug. Wir haben da eine LED-Beleuchtung. Und die kann man ausfahren, hydraulisch. Die kann man pneumatisch ausfahren, kann sie elektrisch drehen und schwenken und kann da damit die Unfallstelle optimal ausleuchten. Dann sind verschiedene Rüsthölzer herin untergebracht, die man einfach zum Unterbauen bei Verkehrsunfällen und technischer Hilfeleistung braucht. Schwelleraufsätze. Dann haben wir hier Stromversorgung. Dann haben wir die Stromversorgung herin im Fahrzeug. Die Stromversorgung ist einerseits über ein Notstromaggregat, andererseits hat das Fahrzeug einen festen Generator eingebaut. Wir können da praktisch beide Stromerzeugerquellen nutzen. Dann haben wir herum ein Türöffnungsset, wenn wir halt eine verschlossene Tür haben, dass wir die, ohne dass wir es zerstören, öffnen können. Das ist halt auch immer ein Zeitfaktor, was man braucht. Ganz hier unten sieht man einen Sprungretter, das ist ein pneumatisches Luftkissen. Da können aus größeren Höhen Personen reinspringen, wenn die eingeschlossen sind und nicht mehr über das Treppenhaus flüchten können. Und wenn man aber auch keine Möglichkeit hat, dass man eine Leiter aufsteht oder mit der Drehleiter. Gut, dann kommen wir hier schon zu den Schläuchen. Ja. Wir haben hier, wie viel Schlauch haben wir da im Fahrzeug überhaupt dabei, ungefähr? Wir haben 12 C-Schläuche mit dabei. Da haben wir eine Gesamtlänge. 180 Meter C-Schlauch. Auf der anderen Fahrzeugseite sind dann zugehörig die Strahlrohre dafür. Haben 8 B-Schläuche insgesamt im Fahrzeug. Beim Angriffsverteiler auf der Schlauchhaspel, den wir da hier hinten sehen. Auf der drüberen Seite haben wir auch nochmal einen Verteiler. Das heißt in Summe ungefähr 500 Meter Schläuche? Wir haben ca. 60. Ja, 500 Meter sind es nicht, 400 Meter Schlauch haben wir ungefähr dabei. Das langt auch, glaube ich. Dann haben wir da eine Verkehrssicherungshaspel. Wir haben da Blitzlampen drinnen zur Verkehrsabsicherung, Verkehrsleitkegel und die allseits bekannten Faltdreiecke, um eine Unfallstelle abzusichern. Dann haben wir auf der herüberen Seite in dem Bereich verschiedene Kleinlöschgeräte, die mit Schaum und Netzmittelgemisch arbeiten. Und im hinteren Bereich haben wir auch Feuerlöscher, ganz konventionell mit Pulver, haben aber auch Feuerlöscher mit CO2 dabei, mit dem man praktisch Brände bei Elektroanlagen oder so löschen könnte. Dann habe ich vorher schon gesehen, was ganz Spezielles hier, eine Station mit Wasser zum Händewaschen teilweise und so weiter. Ja, das ist das sogenannte Hygienebord, das wir mit dabei haben. Man kann sich da die Hände waschen nach dem Einsatz, haben hier oben Seife und Desinfektionsmittel mit dabei, haben genauso, wenn man recht staubig ist, eine Druckluft mit dabei, dass man den Staub eben abblasen kann. Genau. Haben auf der anderen Seite auch, dass man sich wieder zusammenrichten kann, einen kleinen Spiegel. Kann man hier draufsteigen, damit man hier drauf geht, dann sieht man sich. Sieht man mich auch mal. Dann haben wir in dem Bereich einen sogenannten Rückflussverhinderer. Das ist, um das Wasser im Leitungsnetz zu schützen, dass man nicht ungewollt irgendwie eine. Also vom Hydranten, damit nichts ins Trinkwassernetz geht. Genau, dass wir nichts ins Trinkwassernetz versehentlich einführen können. Dann haben wir in dem Bord haben wir verschiedene Strahlrohre und Absperrhähne. Auf der herüberen Seite für die B-Schläuche. Da ist schon der Stützkrümmer mit montiert, weil die B-Strahlrohre von zwei Personen geführt werden müssen. Auf der herüberen Seite haben wir die C-Strahlrohre. Die für eine Person geeignet sind. Dann haben wir verschiedene Gummistiefel, einen leichten Chemieschutz und
diverse Sachen, Schachtabdeckungen und so weiter, was man halt so braucht. In dem Bereich haben wir nochmal die Schläuche herinnen. Dann geht es da hier vorne weiter mit Hebekissen. Das ist ein druckluftbetriebenes Hebesystem, um große Lasten hoch zum Heben, wenn jemand eingeklemmt ist. Im unteren Bereich unser Notstromaggregat, das im Fahrzeug betrieben werden kann und auch vom Pumpenstand vom Maschinisten aus gestartet werden kann. Und er kann auch den Kraftstoff davor überwachen. Und sein Abgas hat er, glaube ich, auch gleich direkt drin. Das heißt, er braucht gar nicht raus, er kann drin bleiben. Genau, das Notstromaggregat kann drinnen bleiben. Die Abgasführung ist hinten über den Fahrzeugboden. Dann haben wir im inneren Bereich ein Beleuchtungsmaterial, zwei Strahler, haben wir unten einen Benzinlüfter, um den Rauch aus einem verrauchten Raum oder Gebäude hinauszudrücken. Man kann es aber auch umgekehrt nehmen, den Lüfter ins Gebäude reinstellen, wenn das Feuer aus ist, und kann den Rauch rausziehen. Das ist dem geschuldet, dass es heute halt immer mehr Gebäude mit Lüftungsanlagen gibt, und wenn man da drückt, drückt man ja den Rauch dann in die Lüftungsanlage und würde da andere Räume auch noch mit belasten und darum auch die Möglichkeit, das herauszuziehen. Dann haben wir diverse Werkzeuge, wie der Elektrowerkzeug, Schornstein, Fegerwerkzeug, Verlängerungskabel, Ersatzflaschen für unsere Atemluftgeräte, eine Tauchpumpe, und verschiedenes Beleuchtungsmaterial. Also einiges, was da dazugehört, was man bei allen möglichen Einsätzen irgendwann mal tatsächlich brauchen kann. Man hofft immer, dass man möglichst wenig braucht. Man ist froh, wenn alles dabei ist, dass man nicht eventuell irgendwo Verstärkung braucht und irgendjemanden nachfordern müsste, weil man das passende Zeug nicht dabei hätte. Insofern ist es so ein Hilfslöschfahrzeug mit universeller Einrichtung wirklich gut ausgestattet und genau das Richtige. Jetzt können wir noch mal kurz in den Mannschaftsraum schauen. Im Mannschaftsraum finden 7 Personen Platz. 4 Atemschutzgeräteträger können eine Ausrüstung direkt im Fahrzeug anlegen. Die Atemschutzgeräte sind so lange verriegelt, bis praktisch das Fahrzeug abgestellt wird. Dann lässt sich die Verriegelung öffnen. In der Mitte haben wir einen Rettungsrucksack mit verschiedenen Verbandsmaterial und Gerätschaften für die erste Hilfe. Außerdem haben wir im Fahrzeug einen Defi untergebracht. Herz-Kreislauf-Stillstand hat. Das heißt, Herzmassage kann man auch gleich machen, das heißt, die ist mobil. Gut. Und die weiteren 2 sind dann der Fahrer und der Fahrer, Kommandant. Gruppenführer. Oder Einsatzleiter, die sitzen eben hier vorne drin. Es sind auch 2 Handsprechfunkgeräte, Handlampen nochmal untergebracht für die beiden. Und die Einsatzjacken für den Gruppenführer in Blau. Und für Zugführer in Rot und für den Einsatzleiter in Neongelb. Gut, das war jetzt ein schöner Einblick in dieses universelle Fahrzeug, das hier jetzt heute offiziell eingeweiht wurde und schon ein paar Monate jetzt im Ersteinsatz schon war, also geweiht, ein klein wenig war es schon geweiht, und heute wird es halt offiziell im Rahmen der Weihe des Fahrzeugfeuerwehrhauses selber auch eben nochmal dann offiziell vom Pfarrer und von der evangelischen Pfarrerin geweiht. Und das Fahrzeug hat 417.000 Euro, glaube ich, kostet. Und davon zahlt der Freistaat 117.000 Euro Zuschuss. Das heißt, die Gemeinde Zorneding hat für dieses Fahrzeug 300.000 Euro ausgegeben, die aber meines Erachtens wirklich jeder Euro gut angelegt sind, weil man hoffentlich damit möglichst viele Leute vor Personenschaden retten kann und möglichst den einen oder anderen Schaden wirklich vermindern kann. Ich bedanke mich beim Bernhard Pfluger für diese den Rundgang und für diese ausführlichen Erklärungen, dass man jetzt einmal ein bisschen einen Einblick hat, was alles in dem HLF 20 der Freiwilligen Feuerwehr Pöhring mit eingebaut ist. Danke, schönen Abend noch. Ja, gerne. Bedanke mich für Ihr Interesse.